Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe zwei Sachen kurz für euch. Und zwar ist mir etwas aufgefallen in der Mine, wo ich in der letzten Folge war. Das werde ich jetzt aber hier noch nicht einspielen. Das werde ich in zwei Folgen voraussichtlich einspielen. Ich habe dort ein schimmerndes Wasserbecken entdeckt. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau drüber gemacht. Und habe festgestellt, dass man da ganz, ganz viele Sachen machen muss, wo ich mir gedacht habe, oh Gott. Und das werden wir auf jeden Fall in den Folgen machen, nachdem wir Jack weitergemacht haben. Ich wollte jetzt erst noch, ich glaube, er hat zwei Folgen noch für uns. Ah, da ist er. Ich meine, er hat noch zwei Folgen, zwei Quests noch für uns. Die würde ich gerne vorher noch eben machen. Ach so, das ist eine Blume. Ich dachte gerade, das ist ein Chest. Und wenn wir dann damit Es wird fertig Zeit für sind, dann Geschick, werden wir eine Intelligenz, ganz, ganz lange Bosheit. Sache machen. Gameplayerin, du kommst genau richtig. Hoho! Ich habe eine fantastische Entdeckung gemacht, als ich zum ersten Mal Orange mit Schwarz kombiniert habe. Kombinierte, war das schon fast Konkurrenz? Lass hören. Im Herzen von Dreamlight Valley fehlt etwas. Wie bedrohlich. Was ist das? Ein Feiertag. Bedenke Folgendes. Es gibt eine klare Verbindung zwischen dem Feiertagswald und dem Dreamlight Valley. Aber es gibt keinen Feiertag. Das ist es, was die ganze Zeit gefehlt hat. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich sag mal, das ergibt tatsächlich Sinn. Die Beweise deuten alle in dieselbe Richtung. Ich habe den fehlenden Feiertag Dreamlight-Tag genannt und will ihn zum Leben erwecken. Oh oh, zum Oh. Leben erwecken hört sich immer schlecht an. Willst du mir helfen? Das klingt nach einer lustigen Idee. Ausgezeichnet. Lass uns loslegen. Was brauchst du? Ich möchte, dass du einige Dorfbewohner befragst. Frag sie nach ihren Lieblingsfeiertagen und was die Feiertage für sie bedeuten. Es gibt hier so viele verschiedene Leute, dass es nur logisch ist, dass der Dreamlight-Tag die Summe dieser Teile wird. Oh. Ich schlage vor, du sprichst mit Vanellope, Scar, Olaf und Minnie. Okay, dann haben wir zwei, die wahrscheinlich gar keine Feiertage mögen und zwei, die es sehr mögen, um eine möglichst große Auswahl zu erhalten. Sicher, ich bin auf dem Weg. Oh mein Auf Gott. Wiedersehen. Okay. Achso, Scar ist direkt hier, stimmt ja. Wenn ich denn da rankomme, heißt das. Moment, das war mit dem hier, ne? Scar, es tut mir leid, dass du jetzt wochenlang nicht mehr aus deiner Höhle rausgekommen Hier bist. drüben, wenn du Ja, so ich weiß, ich habe dich freundlich gerade befreit. Ist wärst, alles gut. sei gegrüßt. Du willst mich schon wieder ärgern, was? Na toll. Ich werde mich beeilen, Scar. Ich verspreche es. Ich habe nur ein paar kleine Fragen an dich. Wie nett. Du willst meinen Tag nur kurz unterbrechen. Nur zu, stell deine Fragen. Ich werde mich bemühen, wach zu bleiben. Wie unhöflich, genau. Warte mal, mir fallen gerade noch ein Dutzend Fragen ein. Der ist gut. Okay, beruhige dich. Ich verschwinde noch früh genug aus deinen Augen. Für mich nicht früh genug. Mach dich an die Arbeit, Gameplayerin. Schweinchen versteckt sich auch schon hier. Ich würde gerne wissen, was dein Lieblingsfeiertag ist und warum. Feiertag? Ist das eines dieser menschlichen Dinge, die ihr alle so gerne mögt? Menschen mögen sie, aber das muss nicht auf uns beschränkt bleiben. Ein Feiertag ist eine Art. Ach so, nee. Ein Feiertag ist eine Art Fest, mit dem wir etwas Wichtiges feiern. Das hört sich an, als könnte es einen Nutzen haben. Du Das lässt erinnert so mich viele daran, Wünsche wie sich wahr die werden. Untertanen des Königsreichs am Königsfelsen versammeln, um den neuen Löwenprinzen oder die neuen Löwenprinzessin zu begrüßen. Ja, so ähnlich. Es ist sehr befriedigend, wenn sich die Untertanen versammeln und der Majestät Tribut zollen. Toll, das werde ich an Jack weitergeben. Das wandelnde Skelett steckt dahinter. Vielleicht sollte ich meine Pläne, an den alten Knochen zu knabbern, erst einmal auf Eis legen.
Jetzt lauf und vergiss nie, das bleibt unser. Nee, das bleibt nicht unser Geheimnis. Amini ist da oben. Moment, dann gehen wir da noch hin. Aber es ist wieder sehr skurril, ne? Also sobald ich mit der Aufnahme angefangen habe, war meine Stimme wieder halb weg. Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid, ihr Lieben. Ich muss euch mal kurz unterbrechen. Oh Gott. Mini synchronisieren. Das ist schlecht. Hey Mini, hast du einen Moment Zeit für eine kleine Umfrage? Ich rede für Jack mit ein paar Dorfbewohnern. Natürlich, Gameplayerin. Was würde Jack denn gerne wissen? Was ist dein Lieblingsfeiertag und warum? Nun, ich liebe alle Feiertage auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wenn ich sagen müsste, welcher am meisten Spaß macht, dann wäre es Halloween. Ich liebe es, mich zu verkleiden und Angst zu haben. Um ehrlich zu sein, ist das ziemlich überraschend. Wirklich? Warum? Ich liebe, mit Mode zu experimentieren. Ich mag es, wenn ich Spaß, Angst habe, aber nicht, wenn ich richtige Angst habe. Gut, das ist schon eher verständlich. Als ich im Hier und Dort gefangen war, war das wirklich beängstigend und überhaupt nicht lustig. Was magst du an der Spaßangst? Es ist einfach aufregend. Es ist wie eine wunderbare Überraschung. Und wenn sie vorbei ist, erinnerst du dich daran, dass du in Sicherheit von deinen Freunden umgeben bist. Oh, Minnie, das ist wirklich süß. Jack wird sich freuen, das zu hören. Bis später. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Tschüss, Gameplayerin. Oh, Mann. Diese Synchronisation von Minnie. Schrecklich. Aber es ist mit Mickey Maus genau das Gleiche. Und immer dann, wenn man dann erkältet ist und wenn man sowieso schon am Hals hat, dann ist das ganz toll. Entschuldigung, hallo, ich benötige hier etwas Hilfe. Hallo Olaf, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich, Gameplayerin. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Jack und ich versuchen, einen neuen Feiertag für Dreamlight Valley zu erfinden. Und wir wollten wissen, was dein Lieblingsfeiertag ist und warum. Hm. Die Feiertage zu Besuch sind zu besonders, um nur einen auszuwählen. Aber ich habe definitiv eine Lieblingsbeschäftigung an den Feiertagen. Ja, das geht auch. Was ist das? Geschenke machen. Das ganze Jahr über sammle ich Infos über meine Freunde, was sie mögen, was sie brauchen und die Dinge, die sie nicht für sich selbst tun. Und dann denke ich mir das perfekte Geschenk für sie aus. Weißt du, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich liebe ihre Gesichter, wenn sie etwas auspacken, das ich ihnen geschenkt habe. Es ist wie die beste Umarmung aller Zeiten. Perfekt. Danke, Olaf. Tja, das war's dann wohl. Ja. Dann müssen wir noch Vanellope finden und fragen. Da ist sie. Oh, da ist was Goldenes drin. Mist. Hä, wo war die denn jetzt? Ist sie wieder weg? Ach, da hat sie sich versteckt. Okay. Hey, Kumpel! Komm her! Hallo, Vanellope. Darf ich dir eine Frage stellen? Klar, das hast du doch gerade getan. Die zu synchronisieren ist echt schwer. Du hattest schon bessere Sprüche. Hey, wenigstens habe ich Sprüche drauf. Oder soll ich dich, lass mich meinen Witz 2 Wochen im Voraus planen nennen? Ich versuche, Jack Skellington bei etwas zu helfen. Was ist dein Lieblingsfeiertag? Feiertag? Oh, die kenne ich aus dem Internet. Feiertage sind die Zeit, in der es in deinem Spiel mehrwöchige Events, neue Minispiele und manchmal eine neue Währung gibt, richtig? Du bist ein Ja, leider. Weil das nämlich bei jedem Spiel so ist. Und wenn man mehrere parallel spielt, ist das richtig ätzend. Ich hasse Feiertage, was das betrifft. Also so Halloween-Events und so, bei manchen Spielen ist es okay, weil es dann schnell geht, aber bei anderen, es dauert viel zu lange. Du bist nicht mal nah dran. Ja. Ja, jein, sozusagen. Sugar Rush war zu alt, um mit dem Internet verbunden zu sein. Und Slaughter Race hatte keine, soweit ich weiß. Also kann ich nicht sagen, dass ich so etwas erlebt habe. Aber es klingt lustig. Ich liebe die Idee von speziellen Power-Ups, die dir neue und aufregende Kräfte verleihen. Super, ich werde es Jack sagen. Erwarte etwas Lustiges, wenn der Dreamlight-Tag losgeht.
Bis bald! Ja, da ist er. Guck mal, direkt daneben hier in den Porten. Sehr schön. Jack. Will ich wissen, was wir jetzt machen? Oh, Gameplayerin. Könntest du herausfinden, was die anderen über die Feiertage denken? Yep. Vanellope scheint von der Idee der feiertäglichen Power-Ups wirklich fasziniert zu sein. Und Scar gefällt die Idee eines Feiertags, an dem die Menschen ihm Tribut zollen. Ja. Ich habe schon ein paar Ideen. Olaf liebt es, Infos über seine Freunde zu sammeln, damit er ihnen die perfekten Geschenke machen kann. Und Minnie liebt überraschenderweise Halloween. Wirklich? Wie wundervoll! Ha, und ich dachte, das würde dir gefallen. Minnie sagt, sie liebt einen guten Scherz. Ausgezeichnet. Dann weiß ich genau, was ich für sie tun muss. Oh, was hast du vor? Das ist eine Überraschung. Sowohl für sie, als auch für dich. Kann ich einen Tipp bekommen? Alles, was ich dir sagen kann, ist, man sagt, dass man zuerst mit den Augen isst, aber das wird hier nicht stimmen. Wie geheimnisvoll. Was ist mit den anderen? Nun, ich brauche deine Hilfe für sie. Was muss ich... mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Hallo? Ah, jetzt. Was muss ich für Vanellope tun? Ich möchte ihr ein besonderes Geschenk für den Spieltag an diesen Feiertag machen. Spielspaß. Oh. Kannst du mir einen knallbunten, süßen Schädel machen? Oh. Ach so, oh, ich dachte, ich muss da diese Bonbons für haben. Du brauchst Zuckerrohr, Vanille und eine Dreamlight-Frucht. Ja, praktischerweise habe ich die eben noch geerntet, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ich werde mit Remi reden. Süßigkeiten machen kann kompliziert werden. Was muss ich für Scar tun? Ich habe die perfekte Idee für Scars Überraschung. Wir brauchen etwas frisches Gemüse. Oh oh. Könntest du Zucchini, Kartoffeln, Tomaten und Paprika im vergessenen Land anbauen und sie mir bringen? Da bin ich mir nicht so sicher. Haben wir überhaupt Zucchini? Ach, doch. Nee, das ist Aubergine. Haben wir Zucchini? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Gemüse, das im vergessenen Land angebaut wird, das klingt unheilvoll. Ich habe in allen Biomen Bodenproben entnommen und im Boden des vergessenen Lands gibt es faszinierende Magie. Scar scheint mir ziemlich raffiniert zu sein und ich bin mir sicher, dass der Boden des vergessenen Lands köstliches Gemüse hervorbringen wird. Okay, was muss ich für Olaf tun? Ich möchte Olaf helfen, seine Freude an Wissenswerten zu entdecken, indem ich einige ganz besondere Bücher mit ihm teile. Kannst du Fasern, dunkles Holz und Stoff sammeln? Das brauchst du, um ein leeres Buch herzustellen. Klar doch. Vielen Dank, Gameplayerin. Und jetzt ab mit dir. Wir haben einen Feiertag zu planen. Gehabt euch wohl, alle miteinander. Oh mein Gott, wie Aufgabe gestartet. Ach so, das sind jetzt einzelne Aufgaben. Aber Minnie ist nicht mit dabei. Wieso ist Minnie nicht mit dabei? So, das haben wir. Stelle ein Set mit leeren Büchern her. Okay. Hä? Hallo? Das habe ich gerade übernommen. Oh, das erschlägt mich hier gerade ein bisschen. Aber warum ist die Quest von Minnie nicht dabei? Das verwirrt mich jetzt doch ein bisschen. Direkt, du darfst nicht wissen, was ich hier mache. ein leeres Buch für Olaf. Ist aber... Boah, wie viele Fasern braucht der bitte? Hallo? Und dann noch fast die Hälfte von meinen... Ich weiß nicht mehr, was das rechts gerade war. jetzt ist es weg. Schade, ich kann es nicht mehr sehen. So, bring die leeren Bücher zu Jack. Dann haben wir noch... das muss ich züchten und ernten. Aber ich muss es wirklich ernten. Es reicht nicht, wenn ich es bei mir im Inventar habe, ne? Das ist doch schon wieder scheiße gemacht. Jetzt mal ohne Mist. Ja, Moment, dann machen wir das als erstes, damit... ich probiere das mal kurz aus. Ich gehe mal kurz rein, aber ich gehe nicht davon aus. Weil sonst hätten die das ja direkt aus meinem Lager rausgezogen, so wie das jetzt eben mit dem Sonstigen auch ist.
Aber damit ich mir ganz sicher bin, gehe ich jetzt mal kurz hier rein und hole das mal eben raus. So, Tomaten. Nee, macht er nicht. Dachte ich mir schon. Ah, das ist doch scheiße gemacht. Da muss man wieder so lange warten, bis man die Aufgabe weitermacht. Dann bin ich... Ach so, die habe ich mir jetzt gar nicht rausgenommen. Fällt mir gerade ein, wo habe ich die denn? War das nicht sogar hier? Oh, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich wollte mir nämlich eigentlich... Das sind die alten Sachen. Ach so, die kann ich auch mal eben reintun. Weil ich hatte ja vorhin noch was geholt. Da muss ich die jetzt nicht mit mir mitschleppen. Und vielleicht, was ist denn das hier? Das war leer. Kohle und helles Holz. Ach so, das bin ich auch mal endlich entsorgen hier. Wenn ich jetzt gerade schon mal hier drin bin, dann kann ich die Sachen auch mal eben schnell wegtun. Ich weiß, das ist immer ein bisschen blöd, aber ja. Aber ich bin gerade eigentlich noch was ganz anderem am Suchen. Auf der 4 habe ich die Fische und die alten Edelsteine. Auf der 3 habe ich das neue Essen. Die neuen Blumen. Und die neuen Edelsteine. Was jetzt sehr, sehr seltsam ist, ich habe es nämlich nicht bei mir im Inventar, aber ich kann damit was machen. Ich habe diese bunten Kartoffeln, die haben nämlich was mit diesen schimmernden Wasserbecken zu tun. Ach, ja, doch, ich weiß, glaube ich, wo die drin waren. Ja, genau, die sind hier drin. Die wollte ich nämlich, damit ich die nicht vergesse, weil voraussichtlich übernächste Folge werden wir damit etwas machen. Dann werde ich euch ja nochmal genau sagen, wie ihr die bekommen könnt. Ach so, hier Kartoffeln sollen wir ja auch anpflanzen, ne? Wie viele? Wie viele Kartoffeln? 8 Stück. Dann nehmen wir die mit. So, das Problem ist, das wird jetzt Ewigkeiten dauern, bis das durch ist. Und ich soll es auf jeden Fall hier im vergessenen Land machen, wo die Sachen halt nicht so gut wachsen. Also ist das wieder doppelt doof. Ach, Mann. Ja, und natürlich, jetzt muss ich dieses Ding für die Kiste kriegen. Oh. Sowas kommt immer genau dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Ach so, ich dachte gerade, das ist in dem Brunnen drin. Okay. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie gesagt, ob man die Sachen nicht grundsätzlich bekommt. So, wir haben gerade etwas bekommen, was wir aber noch öffnen können. Das ist sehr schön. Eine Hose, die ich schon mal gekauft hatte. Ja, ist immer wieder toll. Wir brauchen vor allen Dingen ein größeres Feld. 3. So, nee, Moment, die Kartoffeln brauche ich 8. Die Kartoffeln brauche ich 8. Ist das nicht ein toller Satz? So, Moment, dann haben wir die Kartoffeln. Die machen wir erstmal hier rein. Dann müssen wir nur mal gucken, wo wir die Sachen herkriegen, weil die kriegen wir ja nicht alle von hier. Nee, hier. So. Also, wir haben... Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Wir haben... Was der heutige Tag wohl bringen mag. Paprika, Tomate 6-mal und Zucchini 12-mal. Da ich ja so viel geholt hatte. Tomate und Paprika. Nee, Moment, hier sind die... Tomate habe ich... Nee, das ist Paprika, was ich hier angepflanzt habe. Das heißt aber, dass ich die hier drin habe. Genau. Aufteilen. 6 Stück brauche ich. Ein perfekter Tag zum Segeln. Ja, ich kann jetzt gerade nicht. Paprika.
Ich muss hier gerade technische Höchstarbeit leisten. Das sind die Kartoffeln. Und wieder Kartoffeln. Hier ist die Tomate drin, da brauchen wir... Achso, die müssen wir jetzt erstmal... Ja, gut. Das ist, glaube ich, die, wo wir auch 6 Stück von brauchen. Ah, hier oben ist die Zucchini. Da brauchen wir 12 Stück, glaube ich, von. Wenn ich mich jetzt hier richtig erinnere. Zucchini 12, genau. Dann pflanzen wir das Ganze mal hier an. Ah, und ziehen die Folge unnötig in die Länge mit dem ganzen Kram hier. Naja, was soll man machen? Wenn man jetzt wieder so eine... Wir zögern die Zeit ein bisschen hinaus, indem wir unsinnig lange Aufgaben machen, Aufgabe haben. Also wenn die jetzt wenigstens gesagt hätten, dass man die Sachen haben muss, um damit was zu kochen oder so. Das wäre ja noch die eine Sache gewesen. Aber dass man die anpflanzen muss und dann, ne... Also das ist halt das, was mich jetzt gerade so ein bisschen nervt, bin ich ganz ehrlich. Weil das halt wieder unnötige Zeitverschwendung ist. Das dauert jetzt wieder, keine Ahnung, eine Stunde oder so, bis die Sachen fertig sind. Achso, das erste waren 8. Ich habe eins zu viel gemacht. Ja, gut. Okay. Ich kriege immer noch einen kalten Schauer auf dem Rücken, wenn ich die höre. Jedes Mal erschrecke ich mich da innerlich so ein bisschen bei. Ich meine, man ist eigentlich dran gewohnt, aber ja. So, Moment, dann haben wir die Tomaten noch. Und die Zucchini. Also, was hatte ich nochmal für heute geplant? Das kann ich dir nicht sagen. So, das sind 6, 7, 8. Achso, das ist nur eine hier unten. 9, 10. Achso, doch, 11, 12. Das sind dann die linken, genau. Müsste theoretisch genau hinkommen, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe. Mal eben gucken. Die Morgenflut ruft nach mir. Dann antworte ihr doch. So, hat auf jeden Fall genau gepasst. Ja, natürlich. Also zum Auffüllen kann ich euch immer nur die Stachelbeere tatsächlich empfehlen. Die ist so geil. Ich habe jetzt 4-mal draufgeklickt und war komplett aufgefüllt. Also braucht ihr auch, wenn ihr jetzt so einen kompletten Stapel habt, da könnt ihr... Ja, je nachdem, was ihr natürlich macht und wie lange drin bleibt, mehr als einen ganzen Tag, glaube ich, euch wieder mit auffüllen. So, das wird jetzt noch ellenlange dauern. Dementsprechend werden wir... Ja, da zieht das nämlich ab. Werden wir jetzt noch die Aufgabe für Vanellope machen? Ach so! Ja, doch, Jack hatte uns ja gesagt, dass er schon weiß, was er für Mini macht, ne? Deswegen haben wir da jetzt keine Aufgabe bekommen. Ja, nach langer Zeit verstehe ich das dann auch mal. dann gehen wir mal zu Remy. Ach so, gehen wir mal zu Remy, ist gut. Der ist wahrscheinlich aber gar nicht bei sich, ne? Das war so klar. Ist der wieder einkaufen? Nee, das ist... Einkaufen muss ich auch nochmal nachgucken. Das hat ja gestern nicht geklappt. Den ganzen Tag konnte ich nichts einkaufen. Mal wieder. Auch jetzt ist er nicht hier. Ist das dein Ernst? Warum müssen die Figuren immer dahin gehen, wo ich herkomme? Nachdem ich da nicht mehr bin. Remy, du bist so klein. Ich brauche... Da hinten. Kann ich mit dir sprechen? Der ist hier voll in Tarnung. Hallo! Volle Tarnung. Hier, aber der ist ja viel kleiner als die ganzen Dinger drumherum. Hallo Remy, darf ich dir eine Frage zur Süßigkeitenherstellung stellen? Süßigkeiten herstellen? Wow, das ist ein kompliziertes Thema. Wie lautet deine Frage? Ich versuche für Jack einen süßen Schädel zu machen. Aber er meint, er sollte bunt sein und ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll.
Das Rezept verlangt Zuckerrohr, Vanille und Dreamlight-Frucht. Aber naja, ich habe das Gefühl, dass etwas fehlt. Ah. Nun, diese drei Zutaten würden leckere Süßigkeiten ergeben. Aber das Endergebnis wäre optisch ziemlich langweilig. Hm, was würdest du vorschlagen? Das ist leicht. Lebensmittelfarbe. Und du hast Glück, denn ich habe gerade welche aus Erdbeeren gemacht. Das ist nett, danke schön. Kriegen wir dann auch das Rezept dafür, dass wir das selber machen können? Wow, danke, Reni. Hm. Schön, dass ich helfen konnte. Aber ein Ratschlag, sei vorsichtig mit Wasser um Süßigkeiten herum. Schütte etwas Wasser darauf und sie können sich auflösen und schmelzen. Verstanden. Halte die Süßigkeiten trocken. Ich muss jetzt los. Wir sind ein gutes Team. Also, mit anderen Worten, sollte irgendwas passieren und der riesige Süßigkeiten zaubern oder sowas? Habe ich ihn nicht gerade hier noch gesehen? Ach so, ich muss noch den Schädel kochen. Ja, ja, ja. Nur das Rezept reicht natürlich nicht. Weiß ich auf jeden Fall, dass ich da mit Wasser gegengehen kann. So. Zeigt der mir das automatisch an oder muss ich mir das jetzt nochmal an... Ah ne, zeigt süßer Schädel. Ah? Ich weiß nicht, ob das drin bleibt. Ich mache mal vorsichtshalber einen Screenshot. Okay, automatisches Auffüllen. Das ist soweit alles okay. Er sieht ja schon ganz cool aus irgendwie. Sogar ein 5-Sterne-Rezept. Oha, okay. Bring den Gegenstand zu Jack. Das wollen wir doch mal machen, weil die anderen Sachen können wir dann auch direkt mit ihm besprechen. Da ist er, damit er nicht an mir vorbeirennen läuft hier. Jack. Oh, nicht hier auf dem Feld. Da kann ich dich so schlecht ansprechen. Oh. Ich will nicht ernten. Nein, nein. Ich wusste es. Genau, geh mal ein Stückchen weiter. Dann kann ich dich besser ansprechen. Noch ein Stück, noch ein Stück. So, perfekt. Jetzt kann ich ihn gar nicht mehr ansprechen. Happy, hello. Oh, nicht ganz. Oh, Mann. Also, einmal der Zuckerschädel. Bitte sehr, Jack. Ein süßer Schädel, wie versprochen. Ah, wunderbar, Gameplayerin. Wenn ich Haut hätte, würde sie jetzt eine Gänsehaut bekommen. Das höre ich gern, denke ich. Mhm. Du bist sehr gut darin, Anweisungen zu befolgen. Es gibt drei Kinder in Halloween Town, die viel von dir lernen könnten. Tick, Trick und Track. Nein, das war nur ein Scherz. Aber die würde ich trotzdem auch immer noch sehr gerne hier drin haben. Was hast du mit dem süßen Schädel vor? Oh, du wirst es schon sehen. Nur jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Nein, nicht abhauen. Wir haben noch das leere Buch für Olaf. Ich bin zurück mit den Büchern, Jack. Mit dem Buch. Der Dreamlight-Tag wird großartig. Ja! Ausgezeichnet. Meine Aufregung sprudelt geradezu über, wie der Atem eines Dämons in einer Teergrube. Das ist irgendwie grausam. Ich danke dir. Nun, wir haben noch viel zu tun. Lass uns weitermachen. Verzeihung. Auf mich warten Weihnachtsexperimente. Ja, ja, ist ja okay. Kannst du dich gerne mit beschäftigen, wenn wir fertig sind. Uhu. Viel Glück bei den Feiertagsbesorgungen, Gameplayerin. Ich bin sicher, dass deine handwerkliche Fähigkeit der Aufgabe gewachsen sind. Gehabt euch wohl, alle miteinander. Ja. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier nicht weiterkommen. Und ich jetzt natürlich die nächste Aufgabe auch nicht machen kann, aber ehrlicherweise, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich in die Aufgaben rein. Ehrlicherweise auch nicht so viel Zeit habe, dass ich jetzt darauf warten kann, dass die jetzt, ja, dass die jetzt wachsen. Ja, und damit sind wir nun wieder zurück. Wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht und wie ihr seht, können wir jetzt alles hier abernten. Das werde ich jetzt auch mal eben schnell tun. Diese hässlichen Flecken hier, die werde ich dann später mal entfernen. Oder vielleicht doch mein Feld mal ein bisschen größer machen.
Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Eigentlich wollte ich ja die Bäume hier lassen, aber mal sehen. Das werde ich dann aber auf jeden Fall alles noch privat machen. Komm, schnapp sie dir einfach, damit wir alles geerntet haben. Das nehmen wir natürlich auch noch kurz mit. Okay, war diesmal nur Geld. Jetzt kann ich das Ganze zu Jack bringen, der gerade keine Ahnung wohin läuft. Auf der sonnigen Ebene. Ach, der rennt hier unten runter. Ich sehe schon. Ich wollte gerade sagen, kann er mir da jetzt abhauen oder nicht? Aber er kann. Und er will auch. Jetzt komme ich hier nicht durch. Oh, Leute. Jack, bleib stehen. Hallo, Jack. Jetzt ist der nicht wieder woanders hingelaufen. Oder ist er jetzt doch hier stehen geblieben? Ah ja, er ist hier tatsächlich stehen geblieben. Sehr schön. Hallo Jake. Schnell! Ich habe endlich auch die letzten Sachen, die letzten Zutaten. Gemüselieferung für Jack Skellington. Ich habe mich noch nie so sehr über Produkte gefreut, die nicht Kürbisse sind, Gameplayerin. Ich kümmere mich um das Weihnachtsgeschenk für Scar. Was hast du für Scar geplant? Das ist eine Überraschung, obwohl sowohl für dich als auch für Scar. Okay, gut. Dieser neue Feiertag wird alle überraschen und begeistern. Du wirst schon sehen. Es wird Zeit. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ja, Moment, ich kann aber noch mal mit ihm reden für seine, ne? Genau. Ich habe die letzten Besorgungen für die Feiertage erledigt, Jack. Der Dreamlight-Tag wird großartig werden. Ja, ja, das wird er. Nee. Du hast ein einzigartiges Lachen, ja? Ja, danke. Jack, deine Reaktionen lassen mich langsam wirklich denken, dass du hier irgendwelche Hintergedanken hast. Was hast du wirklich vor? Einen schönen Dreamlight-Tag für alle veranstalten, das verspreche ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich alle über meine Feiertagsüberraschungen freuen werden. Gut, wir werden sehen. Was kommt als nächstes? Wir sind fast fertig. Ich werde mich selbst um Minis Überraschung kümmern. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich fühle mich sogar etwas nostalgisch, als ich das letzte Mal einen anderen Feiertag erkundet hatte. Ich hoffe dir... Ja, das ist besorgniserregend, wenn man bedenkt, was beim letzten Mal passiert ist. Ich kann mich nur noch vage dran erinnern, aber das ging, glaube ich, um Halloween und dieses Halloween-Town. Muss ich den Dreamlight-Tag auf Eis legen? Ganz und gar nicht. Ich verspreche keine verfluchten Weihnachtsgeschenke. Das ist sehr spezifisch. Vertrau mir, alles wird nach Plan laufen, Gameplayerin. Dieses Mal werde ich die Kontrolle über den Feiertag nicht verlieren. Na gut, im Zweifelsfall gebe ich dir recht. Außerdem will ich immer noch sehen, wie es sich entwickelt. Es wird wunderbar sein, du wirst sehen. Aber ich muss mich noch um den letzten Schliff kümmern. Wir sprechen uns am Dreamlight-Tag wieder. Okay, tschüss, Jack. Ja, damit ist die Aufgabe vollständig und die nächste Aufgabe auch gesperrt, weil wir noch nicht Level 10 erreicht haben. Ich mache mir so langsam ein bisschen Gedanken, was wir da jetzt gerade, ja, fabriziert haben, beziehungsweise was er fabrizieren wird und wobei wir jetzt gerade geholfen haben, dass... macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann in der nächsten Folge die letzte Quest mit Jack und in der Folge danach werden wir uns dann einem sehr gut behüteten Geheimnis widmen. Nämlich werden wir da den Regenbogenfuchs freischalten. Dafür haben wir verdammt viel Arbeit vor uns. Ja, ich freue mich nicht auf die Arbeit, aber ich freue mich drauf, euch das alles zeigen zu können, damit ihr euch auf jeden Fall auch ins Getümmel stürzen könnt, wenn ihr dann soweit schon alles freigeschaltet habt und euch diesen Regenbogenfuchs auch holen könnt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.